Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Rechtsanwalt und habe mir heute einen Gast eingeladen, meinen Freund und Anlegerschützer und Abgasskandal. Ja, Verbraucherschutz, würde ich mal sagen. Ne? Verbraucherschutzanwalt Jochen Resch. Hallo Jochen. Danke dir, Alex. Jochen, Abgasskandal. Ich habe schon angedeutet bei den ganzen Titeln. Abgasskandal, was ist Neues passiert? Es gab ja eine Entwicklung jetzt. Ja, das war ja der Hammer, der da jetzt passiert ist. Der Audi-Chef Stadler ist verhaftet. Ja, da habe ich mir auch gewundert. Also das nimmt dann doch eine Dynamik ab, wo man sich wundert, wie das denn so gekommen ist. Das ging ja ganz langsam an, aber jetzt kommt dann doch Bewegung rein. Und die Verhaftung eines Vorstandschefs in Deutschland ist schon was... In Bayern? Hat nichts mit der Wahl zu tun? Mit der Vorbereitung? Ist der ein Flüchtling? Nee, aber die CSU, Law and Order und so, wollen ja, das kann natürlich sein, ja. Das, also ich habe mir so ein bisschen gedacht, die da unten verhaftet man den, aber hier oben, ein bisschen weiter nördlich, in anderen Bundesländern, ja, die anderen Jungs, die... Mag ich denke, weiß ich nicht, ob das ein Wunder ist, aber zumindest, das ist mir noch nicht in den Sinn gekommen. Der qualifizierte Laie wie ich, der denkt natürlich sowieso sofort wieder, wittert natürlich sofort wieder, weil mir kann das zeitlich einfach so eng, das ist ja eine Schlagzeile, überall rein, die auch viele andere Probleme, die genau in der gleichen Zeit, am gleichen Tag gerade waren. Aber bemerkenswerterweise hat ja der CSU-Verkehrsminister den Daimler-Chef, also Baden-Württemberg ist man sich geholt, die CSU macht sich ja stark für Flüchtlinge, deswegen ist meine spontane Frage, ob der Herr Stadler ein Flüchtling ist. Nein, ich glaube nicht. Das soll er auch nicht werden. Deswegen hat man ihn ja in Untersuchungshaft genommen. Oder weswegen hat man ihn eigentlich? Was ist der Haftgrund? Fluchtgefahr? Betrug und Urkundenfälschung und Verdunklungsgefahr. Verdunklungsgefahr, das ist ein Haftgrund. Die Taten sind ja, die sind ja immer klar, aber es ist ja immer da. Aber der Haftgrund habe ich immer gelernt, brauche ich Verdunklungsgefahr oder Fluchtgefahr? Vielleicht flüchtet er mit einem Audi, aber nein. Kommt er nicht weit. Wenn er durch Berlin muss, kommt, oder nee, Berlin ist ja noch nicht gesperrt. Ja. Gut, also eigentlich auch nichts. Eigentlich ist es traurig, aber ist wir schlimm. Müssen immer wieder über diesen Mist berichten hier gerade mit dir haben wir ja immer diese Skandalgeschichten und diese wirklich unangenehmen Sachen. Da muss man auch mal zwischendurch mal einen kleinen Scherz machen. Aber Werner, kommen wir wieder zurück. Also du sagst, die Delikte sollen Betrug und Urkundenfälschung. Was hat er denn gefälscht? Ich kann mir den so schlecht vorstellen, wie der da sitzt und irgendwie die Namen unter irgendwas runter. Also erstens hat das hier, diese Abgasmanipulation, dass die Technik durchgeführt wurde. Muss man sich wissen, Audi hat im Volkswagen-Konzern die zentrale technische Rolle. Mhm. Audi, das ist durch Vorsprung durch Technik, ne? Das ist ja, glaube ich, der Werbung. Ich fahre nicht von Audi. Ich habe immer schon BMW. Ist das jetzt Werbung? Nee. Deswegen darf man ja, deswegen darf man ja natürlich die Werbesprüche von Audi kennen. Ja. Technikliche Forschung war das nach meinem. Vielleicht mache ich mich jetzt lächerlich und das stimmt nicht. So, und ich habe sowas schon mal gehört. Bedeutet aber auch, dass Audi wirklich die zentrale Rolle in diesem Bereich gespielt hat für den ganzen Konzern, hat die Motoren und auch diese Abgas-Dinger da entwickelt. Also, was passiert ist, ist immer bei Audi passiert und es gibt ja schon seit Jahren da auch Untersuchungen, Ermittlungen im Bereich der Technik von Audi. Und was man jetzt festgestellt hat, dass das bis in die Vorstandsebene ging und die Sorge ist, dass Stadler hier die Sache ein bisschen verdunkelt, dass er manipuliert. Beweismaterial verstehe ich alles, aber den Vorwurf, also ich muss nicht nochmal nachhaken. Du sagst ja jetzt so Betrug und Urkundenfälschung. Ja, Manipulation und er hat gefälschte Urkunden, das nämlich das Ganze sauber ist. In den Verkehr gemacht. Wurde ihm vorgeworfen. Also, ja, hier wurde ihm vorgeworfen. Wir haben ja keine Vorurteile. Das ist der Vorwurf. Aber das macht ja doch nicht der Chef, also der wird doch hoffentlich nicht, wird er doch nicht die Kraftfahrzeugscheine da verteilt haben. Er hat offenkundig gewusst, hat die Anweisung gegeben, ne? Dass das so sein soll. Das heißt, das letzte Zertifikat, dass das Ganze jetzt in Ordnung ist, da hat er wohl falsche, gefälschte Unterlagen, Urkunden eingereicht. Also ich habe die Anklageschrift nicht gelesen oder die Ermittlungsakten. Das ist der Vorwurf, den ich Ihnen genommen habe. Okay, also ich frage deswegen jetzt Jochen, so nach, der kann es ja auch nicht wissen. Wir wissen ja alle nur, was in Medien steht. Ja. Aber wenn wir Insiderkenntnisse hätten, dürften wir das ja nicht sagen. Aber haben wir auch nicht. Haben ich habe auch keine. Aber trotzdem, das, was ich da eben gelesen habe, ist halt. Es soll Informationen falsch wiedergegeben haben und damit also die eine Art Urkundenfälschung begangen haben. Das ist das, was ich gelesen habe. Okay. Mein Gefühl, was denkst du, wie lange braucht, bis er wieder draußen ist? Nach der Wahl ist er wieder draußen? Nee, nein, das darf er nicht. Also das ist schon jetzt eine Sache, nur gut, vielleicht ein paar Millionen Kaution. Und
wenn die Verdunklungsgefahr nicht mehr da ist, muss man ja auch mal prüfen, ist alles jetzt aufgeklärt, gibt es keinen Sachverhalt, der noch verdunkelt werden kann, dann wäre das ja auch aufgehoben. Wobei ich mich bei der Sache trotzdem frage, immer, weißt du, das ist doch jetzt alles, die Vorwürfe sind doch nicht so richtig neu, oder doch, bei Audi? Die Vorwürfe sind nicht neu, die gibt es schon eigentlich gleich nach dem Ausbruch des Abgasskandals bei Volkswagen. Und warum verdunkelt er jetzt? Was dunkelt jetzt? Ja, weil das natürlich alles in Wolfsburg war und dann nach Amerika rübergeschwappt ist. Und natürlich erinnere dich, dass es vor kurzem eine ganze Audi-Serie nicht mehr ausgeliefert werden konnte. Und bei Porsche ist das passiert. Also Porsche ist ja auch einer der Unternehmen aus der Volkswagen-Gruppe. Also diese Bemühungen, da irgendwie was zu machen, die gehen ja irgendwie weiter. Und natürlich, das hier rauszukommen und scheinen also weiterzugehen. Ich finde es dreist, aber das ist ja das, was man so allgemein liest, dass jetzt nicht irgendwo die Autoindustrie voll aufgeklärt hat, sondern eigentlich alles getan hat, um zu verdunkeln, um die Sache klein zu reden, um hinzuhalten, sich nicht zu einigen. Die ganzen Prozesse sind ja eine Katastrophe. Man kann die zwar gewinnen, aber Volkswagen tut alles, damit es nicht zu einem Urteil kommt. Wenn es eng wird, wird ein Vergleich gemacht, den man nicht mehr ablehnen mag. Damit man dann von Seiten Volkswagen sagen kann, es gibt keine Urteile gegen uns. Das kann man von den Rechtsschutzversicherungen übrigens gut. Ich mache es auch immer so. Sobald man irgendwie die in der Ecke hat, dann bieten die so viel an, dass man den Vergleich im Interesse ist, weil dann machen nur damit nichts. Habe ich auch schon erlebt, dass sogar überkompensiert wurde, bloß damit es kein Urteil gibt. Also kein Urteil. Das ist das Wichtige. Also das ist so, dann gibt es natürlich, dass die Update für die Software, das irgendwo auch wahrscheinlich nicht die Lösung ist. Also das ist so ein Punkt, der da auf der zivilrechtlichen Schiene läuft, im Hinblick auf Schadensersatzansprüche, die dort eigentlich ganz zufriedenstellend laufen. Man kann glücklich sein, auch ein guter Vergleich. Ja. Das ist ja alles in Ordnung. Ja, für uns Anwälte ist Vergleich immer gut. Wir haben noch eine Vergleichsgebühr dazu. Das ist immer völlig in Ordnung. Wir lieben Vergleiche. Wir lieben Vergleiche. Aber nur wenn sie auch für den Mandanten ist es ja in Ordnung. Dann gibt es eben kein Urteil, obwohl es natürlich für die Rechtsfortbildung gut wäre, es gäbe mehr Urteile, damit man auch hier tatsächlich mal nach oben kommt, bis zum Bundesgerichtshof oder so etwas. Aber das haben wir nicht in der Hand, weil wir müssen immer den einzelnen Mandanten beraten. Ja. Und da müssen wir immer sagen, wenn das für den das Beste ist, dann müssen wir dem zuraten und der wird es in der Regel, also meine Mandanten machen meistens, was ich sage und was soll ich denen denn sagen? Ja, die Rechtsgeschichte kriegt keiner irgendwie hinterher eine Prämie für. Weil das ist gut und richtig, aber es ist eigentlich schade und wenn ich bei solchen Seminaren, Bankenrechtsseminaren bin, höre ich auch mal von den Bundesrichtern, vom Bundesgerichtshof, die sagen, eigentlich schade, wir hätten den Fall gerne gehabt, wir hatten uns gut auch vorbereitet und als es dann eng wurde, haben die beklagte Partei gesagt, okay, ich erkenne an und lassen das beiseite. Und es gibt dann gar kein Urteil. Es gibt auch dann auch kein Oberlandesgerichtsurteil mehr, es gibt kein Landgerichtsurteil mehr, die sind alle weg, weil man sich am Ende ja beim Bundesgerichtshof verglichen hat. Die Urteile sind noch da, aber sie sind halt letztendlich nicht, man weiß nicht, was bei rausgekommen wäre, man weiß nicht, wie sie ausgegangen wäre. Gut, also für die Zivilverfahren würde es insgesamt gut sein, wenn man jetzt ja einfach dadurch, dass jetzt, wenn ja jemand da noch wegen richtig inhaftiert wurde, der Chef, ja, also das ist ja wahrscheinlich einmal zumindest erstmal vor Gericht eine gute Geschichte. Ja, eine gute Grundlage, dass man sagen kann, also hier, es ist ja nun wirklich kaum abzuweisen und eigentlich ist es ja auch so klar, also Volkswagen bescheidet jetzt nicht mal selber, dass das passiert ist. Ja. Er hat ja gesagt, es fürchterlich tut leid, aber dass es keine gegeben hat, das bestreitet ja niemand. Der Punkt ist ja der, dass gesagt wird, war alles Fehler, haben wir alles gemacht, aber wir haben jetzt ein Update und der Schaden ist weg. Warum ist das eigentlich in Deutschland, warum dauert das so ewig lange mit den Strafgeschichten? In Amerika sitzt ja schon einer hinter Schloss und Riegel sozusagen, die Zahlungen wurden geleistet. Was ist hier in Deutschland los? Warum trödeln wir so rum? Ich glaube, dass die Staatsanwaltschaften eben auch größere Behörden sind und ich kann es dir auch nicht sagen, warum die Verfahren, also das heißt, auf der einen Seite sind in Amerika die Zivilverfahren, diese Class Action, diese Sammelklagen, sehr viel einfacher. Im amerikanischen Recht hat der Anwalt eben die Möglichkeit, von dem Gegner die Offenlegung aller Dokumente zu verlangen. Mhm. Disclosure heißt das. Also das heißt, kann man sich angucken. So, und wenn ich natürlich bei Volkswagen sage, also ich muss natürlich den Gericht überzeugen, dass ich die und die Sachen sehen will, gibt es natürlich sofort von der Gegenseite einen Mauern, kann er nicht verhindern, und ein Angebot, dass man sich doch so einigen kann, bevor das alles offengelegt wird. Im deutschen Recht, du weißt es, ist die Beweislast
immer bei demjenigen, der etwas haben will, weil die Gegenseite sagt, war nicht so, ist nicht so. Man darf zwar nicht lügen im Zivilprozess, aber natürlich wird der Beklagte, Bank oder was auch immer, sich schwer tun, Beweise, die eigentlich da sind, auszutun. Also ich habe hab sozusagen im Zivilprozess keine Amtsermittlung durch den Richter, sondern ich habe einen Beibringungsgrundsatz. Das heißt, ich muss alles, worauf ich mich berufen will, zu meinen Gunsten, muss ich vorlegen. Und wenn ich es nicht habe, kann ich es nicht vorlegen. Beweisungsumkehr gibt es dann eine Wanne, aber ist sehr schwierig. So, aber damit ist die Frage nicht beantwortet, warum die staatsanwaltschaftliche Ermittlung so lange in Deutschland. Ich vermute mal, das Personalnot oder der Umfang der Anklage ist größer. Dass die Politik, also ich sag mal, in Deutschland gibt es ja dieses, man sagt immer, ja, jeder vierte oder jeder siebte Arbeitsplatz hängt an der Automobilindustrie indirekt oder direkt. Das kann ich übrigens immer aus meiner Erfahrung im Arbeitsrecht so ein bisschen bestätigen, dass da sicher sehr viel dranhängt, ja, wo man immer staunt, was es für Kettenreaktionen hat dann. Ja. Aber so, dass da die Politik jetzt auch ein bisschen, also Staatsanwaltschaften sind ja in Deutschland auch politische Behörden, wenn man so will, dass da auch ein bisschen so, dass da so eine Vermutung hast du nicht, dass man da auch nicht so. Sehe ich gar nicht. Ich meine, ich sehe, wie natürlich solche Wirtschaftsstrafsachen enorm lange dauern. Mhm. Es ist einfacher, jemand, der, was weiß ich, Schwarz mit der U-Bahn fährt, oder falsch parkt, jemand umbringt oder so etwas, hat man einfach einen relativ einfachen Sachverhalt. Mhm. Hier ist das hochkompliziert, hochtechnisch, da gibt es ja auch bestimmte Möglichkeiten, wie man die Software einstellen kann. Ist das jetzt gerade drüber oder ist noch drunter? Geht das noch oder ist das noch zulässig? Also ich habe mir da natürlich auch, bin kein Experte, aber ich weiß, dass die Frage auch der Software-Einstellung durchaus nicht so eindeutig ist, wo es jetzt kriminell wird. Strafrechtlich oder wo das alles noch im Rahmen der Toleranzen sind, die man technisch nutzen darf. Das ist ja auch, was wir immer wieder in unseren Bereichen hier im Kanal immer wieder monieren, dass viele Gesetze heutzutage so sind, dass sie einen weiten Spielraum eröffnen. Ich habe zum Beispiel gerade mir mal diese Düngemittelverordnung angeguckt, weil wir jetzt gerade in der EU das, ja, Deutschland ist ja gerade verknappt worden heute, weil zu viel Phosphat im Trinkwasser ist. Und da hatte ich neulich mal im anderen Zusammenhang mir die Düngemittelverordnung angeguckt. Ja, das ist so, du sagst als Bauer, was du aufschmeißt. Ja, das ist genauso, wenn du sagst, wie viel Steuern du zahlen willst. Also wenn da keiner Kontrolle ist und nichts weiter passiert, dann ist das eine Verordnung, da kannst du ja sagen, wie willst du damit greifen. Und wenn das hier so ähnlich ist mit den Dingen, dann ist, wenn die Sachen schon so vage sind und so unklar sind, dass man so einen Auslegungsspielraum hat. Da versucht ja die EU das an sich zu ziehen, aber das betrifft also diese potenziellen Sammelklagen, die jetzt angekündigt sind, zum Schutz der. Aber das ist aus meiner Sicht alles noch erweiterungsbedürftig. Und was man ja auch in Europa nicht haben will, sind diese Sammelklagen nach amerikanischem Vorbild, weil da eine Klageindustrie entstehen würde. Wohl richtig, auf der anderen Seite ist ein Motiv auch für Anwälte, gegen solche Machenschaften vorzugehen. Also nicht nur aus purem Idealismus, sondern aus Geldgründen. Und nur so funktioniert das in Amerika. So ist Volkswagen aufgedeckt worden, nicht weil da reine Idealisten waren, sondern weil es um ein Riesenbusiness auch von Anwaltsseite ging. Das Ergebnis ist, in Amerika wurde verurteilt, in Amerika wurde gehandelt. Und einer der Gründe dafür war sicherlich auch das finanzielle Motiv von Anwälten, die keine Gebührenordnung, kein Rechts- und Vergütungsgesetz haben, sondern irgendwie eine frei vereinbare Möglichkeit, ein Honorar zu haben und ein Erfolgshonorar, was in Deutschland recht schwierig ist und in der Dimension gar nicht bekannt ist. Ja, und das Zweite ist, was ich ja immer sage hier aus dem Arbeitsrecht, Whistleblower, kein Schutz in Deutschland. Das heißt, wir sind uns, glaube ich, relativ einig, dass wenn wir einen halbwegs vernünftigen Whistleblower-Schutz hätten, wenn die Leute bei uns nicht noch bestraft werden würden, dann wäre in diesen großen Konzernen mit Sicherheit irgendeinem das mal zu heiß geworden. Oder er hätte gesagt, ich mache das auch nicht weiter mit, diese Geschichten, und hätte mal was gesagt. Und warum sagt dann keiner was? Ja, weil er in Deutschland befürchten muss, wenn er was sagt, fliegt er raus. Und selbst wenn er Strafanzeige macht, fliegt er raus, egal ob die begründet ist oder nicht, er fliegt raus. Macht sich noch schade, das wird. Macht sich unter Umständen gut, soweit als Arbeitsrechtler, das habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt, aber ich habe halt erlebt, wie die rausfliegen, wie die EU Deutschland verurteilt hat, weil wir keinen wirksamen Whistleblower-Schutz haben, vor vielen Jahren schon. Mhm. Es ist nichts passiert, und darum frage ich dich jetzt so nach. Ich bin natürlich so ein Anhänger, ich will jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien oder so, aber ich muss halt einfach sagen, ich habe in dem Bereich gerade seit Jahren immer wieder gesagt, ey,
wir brauchen uns doch nicht wundern, wenn wir als Verbraucher von vorne bis hinten von den Unternehmen, ich sag mal, beschissen werden. Ja. Wer soll denn hier vorgehen? Wer soll es denn aufdecken? Es geht um eine Asymmetrie. Wir haben in Deutschland Verbraucherschutz in diverse staatliche Organisationen gelegt. Mhm. Der Staat muss bestimmte Sachen kontrollieren, hier das Bundeskraftfahrtamt. Verbraucherzentralen sind aufgerufen, werden quasi staatlich finanziert. Aber das ist keine Gegenkraft. Das sind Beamte, die auch nicht ihre Karriere davon abhängig machen. In Amerika wird ein Staatsanwalt gewählt. Ja. Ja, das heißt, ein Erfolg, manchmal auch missbraucht. Ich will das jetzt nicht irgendwie nur einseitig sehen, aber die Motive, erfolgreich zu sein, sind anders. Ja. Ja, das ist diese Triebkraft, wenn ich das packe, dann gehe ich ein Risiko ein, kann aber auch Millionen Honorar kassieren, wenn ich das schaffe. Und das ist ein ganz anderes Hilfe, sich auch mit einem Volkswagen-Konzern anzulegen oder mit wem auch immer, der Tabakindustrie, weil die Belohnung für den erfolgreichen Abschluss hoch ist. Natürlich auch arbeitet man umsonst, wenn es nicht klappt. Ja. Aber der Verbraucherschutz ist dort viel mehr angelegt an den genauso starken finanziellen Motiven der Schützer. Genau. Das haben wir in Deutschland nicht. Verbraucherschützer sind Beamte bei uns quasi. Genau. So gefühlt von Beamten. Ne? Das ist ein ganz anderer, man durchaus rechtschaffen und gut und ehrlich, aber der Biss, der fehlt. Ja, also das ist so eine Zusammenwirkung von diesen Elementen, dem Verbraucherschutz, wie er organisiert ist, der Anwaltskanzleien und der Prozessordnung, wie sie organisiert sind, der innerbetrieblichen Aufklärung durch den fehlenden Whistleblower-Schutz haben wir also auch nicht. Dann haben wir überlastete Staatsanwaltschaften, die Strafverfolgungsbehörden schaffen es auch nicht. Und so sind alle Mechanismen, die man haben könnte, um solche Dinge nach oben zu bringen, funktionieren in Deutschland nicht. Aber es war interessanter, es ging ja um Neues vom Abgasskandal, wir sind jetzt ein bisschen in allgemeinphilosophische Erwägungen abgeglitten, das können wir nochmal irgendwann in Ruhe machen. Für solche Wirtschaftsstrafverfahren ist das ein Muster, das wir überall erleben. Ja. Ja. Welches Motiv haben die Schützer, die B-Schützer, die sind Angestellte, die mit einem 8-Stunden-Tag, die mit ihrem Betriebs, das hat man ja nicht, mit ihrem, wie heißt das, Personalräten, ihre Zeiten verhandeln. Das ist alles ehrbar und ich will nichts dagegen sagen, aber es ist natürlich für den Durchgriff, für den Ehrgeiz, für das Anpacken tödlich. Jo, also man merkt, wir sind da mit dem System hier nicht zufrieden. Für uns ist es aus verschiedenen, bis durchaus ein bisschen, Jochen hat eher dieses so, dass er sagt, er fehlt der Biss, so dieses kapitalistische Element fehlt ihm da. Ich sage so, es fehlt auch die Aufklärung, weil Aufklärung bestraft wird. Also es wird unter den Deckel, es ist so eine Mischung. Wir haben nur Faktoren, die jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Amerika eben hier in Deutschland und Europa schlechter sind. Und insofern ist das alles keine Verwunderung, dass jetzt eben der Audi-Chef, wer weiß, wer es als nächstes ist, wir werden es hier weiter beobachten, aber wir wundern uns natürlich jedes Mal wieder und sind wieder ein bisschen genervt, weil wir das jetzt seit vielen Jahren durch die Verbraucherzentrale, wir arbeiten zusammen mit der Verbraucherzentrale, seit vielen Jahren sagen und jetzt immer wieder sind alle erstaunt und wir sagen eigentlich eher, nee, ist eigentlich nur die logische Konsequenz. Und da regt man sich natürlich trotzdem immer wieder ein bisschen auf. Aber wir werden dieses ganze Thema so mit dem Verbraucherschutz und diesen Mechanismen so, das werden wir nochmal in einem Thema losgelöst vom Abgasskandal besprechen. Fällt mir gerade so ein, das wäre interessant, uns ein bisschen Gedanken machen darüber. Jetzt zum Abgasskandal ganz aktuell, willst du noch irgendwas sagen? Also Leute, ihr beratet ja Leute, ne? Wir beraten die Anleger, sowohl natürlich auf der Ebene der Aktien, Volkswagen. Hm. Da gab es ja diese Musterverfahren in Braunschweig. Aber natürlich verfolgen wir das alles sehr genau, weil wir ja auch die Halter von Dieselfahrzeugen haben, Volkswagen, BMW steht ja auf der Liste, Porsche. BMW auch noch? BMW auch noch. Ich habe ja kein Diesel. Ja, also von daher ist das offenkundig, der Spiegel hat das vor 2 Jahren mal als Autokartell bezeichnet. Ja. Also nebenbei sind eben die dabei sind, eben auch nur deutsche Unternehmen, die Japaner wollten auch mitmachen, wollte man nicht. Aha. Also das ist so der Hintergrund. Man richtet sich ein und dieses Denken, dass der eine nicht zu gut werden darf, man hätte machen können, weil die anderen dann nicht hinterherkommen, richtet man sich so ein in der Komfortzone. Gut, das war's zum Thema Abgasskandal. Auch das ein Thema, wo wir schon einiges gemacht haben. Gerne mal auch die alten Videos nochmal gucken, teilweise spezieller zu den einzelnen Skandalen in den einzelnen Häusern und wo wir auch dranbleiben werden. Ich werde Jochen in einem der folgenden
Interviews auch mal da wieder dazu befragen, wie es dann aktuell jeweils aussieht. Heute war es die Verhaftung von Audiochef Stadler, aber ich denke, da werden wir noch einiges hören in dem Bereich. Danke, Jochen. Gerne. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.